Hallo, hier unterhalten wir uns über lineare Gleichungssysteme mit drei Unbekannten, wobei erstmal immer garantiert eine Lösung rauskommt. Also im Prinzip handelt es sich hier um Ebenengleichung, die ich zum Schnitt bringe und deren Schnittpunkt ich dann letztendlich zum Schluss ausrechnen muss. Ja, in der Regel gibt man das eigentlich in den Taschenrechner ein und lässt es ausrechnen, aber für sehr viele Bereiche in den Ingenieurwissenschaften ist einfach gar kein Taschenrechner erlaubt. Und deswegen rechnen wir das mal sozusagen zu Fuß. Erstmal forme ich das um in eine Kurzschreibweise, die nennt sich eine Matrixdarstellung. Das heißt also, hier schreibt man mal eine Matrix auf. Ich habe also, mache hier eine Klammer auf, hier erste Komponente, zweite Komponente, dritte Komponente und hierhinter das Ergebnis 16, 20, 4. Und hier schreibe ich von den x, y und z nur die Vorfaktoren hin. Das heißt also, hier habe ich ein x in der ersten Zeile, ein y minus ein z, ein x minus ein y, ein z und ein x minus ein y minus ein z gleich 4. Genauso gibt es man das an sich in den Taschenrechner ein. Aber so ist es bei uns jetzt relativ einfacher. So, dann suchen wir uns eine schöne 1 aus der Matrix, zum Beispiel hier in der ersten Zeile und machen darunter alles einfach 0. Das heißt also, ich mache die zweite Zeile minus die erste Zeile. Und die dritte Zeile minus die erste Zeile und rechne es dann aus. Es handelt sich also daher um ein Subtraktionsverfahren. Ja, die erste Zeile habe ich ja gar nicht verändert, die schreibe ich einfach ab. 1, 1, minus 1, 16. So, dann machen wir 1 minus 1, also der untere minus den oberen, da kommt 0 raus. So, jetzt hier den nächsten. Minus 1 minus 1 sind minus 2. Den hier. 1 minus minus 1 sind dann 2. Und 20 minus 16 sind 4. Dann dasselbe Spielchen in Grün sozusagen für die dritte Zeile. Also 1 minus 1 ist 0. Minus 1 minus 1 sind minus 2. Minus 1 minus minus 1 kommt 0 raus. Und 4 minus 16 ist minus 12. Ja, wie verbinde ich die miteinander? Ich mache da eigentlich immer so einen Pfeil da drauf. Das heißt, dass ich mache hier eine Umformung. Man könnte aber auch hier einen Äquivalenzpfeil vertragen. Weil an sich ist das ja ein Gleichungssystem und dieses Gleichungssystem ist dann äquivalent zu dem anderen Gleichungssystem. Ja, im nächsten Schritt muss ich mir die beiden unteren Zahlen hier anschauen. Das heißt also hier, teilen wir durch minus 2, dann ist hier eine schöne 1 bei der vorderen Zeile hier. Ja, denn darauf arbeite ich meistens hin. Und hier kann ich ebenfalls durch minus 2 teilen. Damit haben wir dann hier eine neue Matrix stehen. Dann haben wir jetzt eine weitere schöne Matrix mit ganz vielen Einsen da dran. Dann suche ich mir allerdings diese 1 hier raus, weil wenn ich hiermit umforme, da hier habe ich zwei Nullen stehen, die würden hier nichts machen. Und wenn ich diese 1 genommen hätte, dann hätte sich diese minus 1 hier noch weiter reintransportiert. Das wollte ich jetzt hiermit vermeiden. Das heißt also, ich mache hier jetzt die zweite minus die dritte und die erste
minus die dritte. Das ist hier jetzt ganz bequem. Wir haben erste minus dritte, also 1 minus die 0. Da kommt eine 1 raus. Jetzt 1 minus 1. Das ist dann die 0. Deswegen haben wir es ja auch gemacht. Wir wollen ja, dass wir hier lauter Nullen hier runterkriegen. Hier. Dieser Bereich soll also komplett weg. Und minus 1 minus 0 kommt minus 1 wieder hin. Das habe ich dann hier geschaut. Und 16 minus 6 ist 10. So, die zweite Zeile minus die dritte, dasselbe in grün, kennen wir ja schon. 0 minus 0 kommt 0 raus. 1 minus 1 kommt ebenfalls 0 raus. Minus 1 minus 0 kommt minus 1 raus. Und minus 2 minus 6 ist minus 8. Und die dritte Zeile schreiben wir einfach ganz wieder ab. Das heißt also 0, 1, 0, 6. So, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt kann ich hier diese Zahl noch wegmachen. Das heißt, hier mache ich die erste minus die zweite. Und die hier mache ich mal minus 1 und dann habe ich sofort mein Ergebnis da stehen. So, 1 minus 0, 0 minus 0, minus 1 minus 1. Hier habe ich dann meine 1, 0, 0 stehen. 10 minus minus 8 sind 18. Hier 0, 0, 1 und 8 durch minus 1 geteilt. Und hier haben wir dann 0, 1, 0, 6. Das heißt also hier schreiben wir uns x, y und z drüber. Dann sehen wir hier, x ist 18. Y ist 6 und z ist 8. Das haben wir hier aus der Zeile. Das haben wir aus der Zeile und das ist aus der ersten Zeile. Hier steht ja 1x plus 0y plus 0z gleich 18. So, hier noch schön aufgeschrieben und damit haben wir die Lösung hier gefunden. So, hier dann noch eine davon. X plus y plus z gleich 41, 2x plus 3y plus z gleich 77 und 3x minus 4y plus 2z gleich 38. Formen wir dann in die Matrixdarstellung. Das heißt, wir setzen hier die Vorfaktoren davor. 1, 1, 1 für x, y und z und hinten an die 41. So, 2, 3, 1, 77 und 3, minus 4, 2, 38. So, verschiedene Leute versuchen hier dann hier zum Beispiel dann durch 2 und durch 3 zu teilen. Das machen wir nicht. Wir versuchen nach Möglichkeit Brüche zu vermeiden. Denn Brüche rechnen sich nämlich nicht so gut. Zumindest wenn man am Anfang dasteht, sollte man das natürlich sein lassen. Und die Fehleranfälligkeit bei Bruchrechnung steigt enorm. So, zweite Gleichung, minus 2 mal die erste. Weil wir nehmen ja wieder hier die schöne 1 hier und machen darunter hier alles weg. Und die dritte Gleichung, minus 3 mal die erste. Was kriegen wir dann raus? So, die erste schreibt man dann einfach ab. 1, 1, 1. 41. Die nächste, 2 minus 2 mal 1. Das ist dann 0, deswegen haben wir das ja gemacht. 3 minus 2 mal die 1. Da haben wir die 1 hier stehen.
Und 1 minus 2 mal die 1 ist minus 1. Und 77 minus 2 mal 41 ist minus 5. Das sind 82, 77 minus 82 halt. Und 3 Drittel minus 3 mal die erste kommt 0 raus. Ist auch gut so, weil da wollten wir ja alles 0 haben. So, dann minus 4 minus 3 mal die erste sind minus 7. Das ist nicht so schön, das gibt eine schöne krumme Zahl hinterher möglicherweise. So, 2 minus 3 mal die 1 sind minus 1 und 38 minus 3 mal 41 kommt minus 85 raus. Und schon haben wir die nächste Matrix hinbekommen. Ja, jetzt als nächster Schritt. Ja, hier mache ich dann die erste minus die zweite und die dritte plus 7 mal die zweite. So, was haben wir dann raus? Erste minus zweite, 1. 1 minus 0 ist 1. 1 minus 1 ist 0. 1 minus minus 1 kommt 2 raus. Und 41 minus minus 5 sind 41 plus 5, also 46. Und die dritte plus 7 mal die zweite, mit der zweiten habe ich also gar nichts gemacht. Viele schreiben einfach ab. Die dritte plus 7 mal die zweite, also 0 plus 7 mal 0 ist 0. Minus 7 plus 7 mal 1 kommt 0 raus. Und minus 1 plus 7 mal minus 1 kommt minus 8 raus. Und minus 85 plus 7 mal minus 5 sind minus 120. Ja, das sieht doch schon sehr erfreulich aus. Hier kommen wir dann doch um die Brüche drumherum. Hier können wir jetzt durch minus 8 teilen. Dann haben wir hier auch wieder eine 1 stehen. Das ist also sehr erfreulich. 0, 1, 15. Ja, warum habe ich das gemacht? So ein Zwischenschritt ist nicht viel Arbeit, also auch nicht viel Schreibarbeit, aber das verringert die Fehleranfälligkeit enorm. So, hier machen wir dann die zweite plus die dritte und die erste minus zweimal die zweite. So, was kriegen wir dann raus? Nein, erste minus zweimal die dritte. Was kriegen wir dann raus? 1, 0, 0. 46 minus 2 mal 15 sind 16. 0, 1, 0, 10. Minus 5 plus 15 ist 10. Und 0, 0, 1 und 15. Jetzt haben wir dann raus, 16 ist x, 10 ist y, 15 ist z.